So, da bin ich schon wieder. Schnell Kaffee gemacht. Genau an der Stelle, wo wir gerade eben waren. Also, C2 steht's. Und deshalb bin ich gerade. Deck habe ich natürlich nichts geändert. Alles beim Alten. Ja, dieser Fehler mit diesem Pyramidzer vorhin, oder weshalb mit dem für das Heinz. Unglaublich. Aber wie gesagt, ich muss auch sagen, weil zu kommentieren in Anführungsstrichen, zu spielen, ist echt schwer. Oh, du Rubi. Ich glaube, ich komme heute noch auf 9. Zorn behalte ich, der kann weg und ich würde dann sein heute noch. Ach, der ist nicht schlecht, wenn man den Geschock gehandelt hat. Ich hätte auch ein langsames Deck zu spielen. Na gut, aber die sind im Allgemeinen eher auf Control ausgelegt. Oh mein Gott. Ja. den Typ kenne ich irgendwoher. Wo soll ich zuschlagen? Vielleicht nicht so, sondern eher. Man hat da schon mal beide Inner Raids raus. Das ist schon mal gut. Kommt also jetzt nichts in Klammern Überraschendes mehr. Ja, die Antwort mit dem ist halt sehr gut. Ja, gut, reicht mir trotzdem noch. Ich denke, ich will lieber eine Karte ziehen. Vielleicht will ich nicht mehr machen in die Runde. Vielleicht will ich nichts von ihm. Okay. Ich rechne aber auch nicht richtig, ich merke schon. Das Spiel ist hier schon weggeschmissen ab. Das Angeln ist mein Leben. Kommt mir das Deck bekannt vor. Ich muss das Land bekommen. Ihr habt eure Lieblingsreise Nummer 1, ihr hört Haus und Mungle Flamme, nicht im Flip-Mode. Flip your mood, schön, dass ihr eingeschaut habt, schönen guten Nachmittag euch, hallo! So, ich kann angreifen. Ich muss das Land bewachen. So, dann könnte ich jetzt nächste Runde Szenario spielen. Ein Silence raus ist mal sehr gut. Gucken, wie teuer die Karte jetzt wird. Oder ob er einfach chase. Kann er natürlich auch machen. Nee, macht er nicht. 1, 2. Seht ihr, wie effektiv diese Karte hier gerade war? Er hat 1, 2 das Schild von ihm runter. Ich kill ihn jetzt aber. Spielszenario. So extrem effektiv.
Spiel hat sich jetzt erstmal komplett gedreht. Okay. Harvest Golem. Nee, ich mach's ein bisschen anders. Ich denke, ich meine Taunts nicht aufgeben, wenn ich ehrlich bin. Zwei. Eins, zwei. Ich muss 6 über. Ja. Swipe wird jetzt auch schwer für ihn. Wie gesagt, es bringt halt nichts, wenn er den irgendwie silenced. Okay. Swipe. Wird dann noch 2 und 3 geben. Wird jetzt 1, 2, 3 Karten gefasst. Ich gehe jetzt mal von aus, dass der fast das gleiche Deck hat wie ich. Wenn er jetzt einen Black Knight auf der Hand hat, ist der Tank einfach für den Arsch. Den hätte ich also ganz normal spielen und angreifen sollen. Oh, okay. Okay. Ist genau der gleiche Effekt. Und hier habe ich immer noch die Chance, dass ich einen 1 abziehe. Natürlich nicht. Müsste reinlaufen. Ja, es hätte nichts geändert, außer ich hätte nur gewinnen können. Meine Augen sind offen.
müssen jetzt mit den Tanks aufpassen. Ich glaube, ich brauche keine Tanks, weil er ja nichts mit Charge oder irgendwie so ein Quark hat. So, was haben wir noch in Grüßen da? Wir haben zum das heißt, ich werde meinen Ruinen gerade angekommen, dass ich mal mit Ansturm spiele. Gruß an einen Hörer, Zicke-Zacke, We Are One. Dann gehen lieber ihn chasen. Ich muss dann das Land. Der Konz 13 Jahre alt, William Voices und schreibt noch: Hey, echt super Hammer Show. Richtig geil zum Zocken, We Are One. Wir haben den Lauren 19, der schreibt: Hey, ich will mich einfach. Wenn du Shadow of the Day von Linkin Park featuring spielen könntest, dankeschön, Grüße an den Tim. Gleich noch ein Gruß dazu, den wollte ich gerne dann kombinieren, und zwar bei Julian von hier aus hoch. Der schreibt: Hey DJ, geile Musik, legst du auf, dafür ein Däumchen nach oben. Hattest du auch was von Steve Aoki da? 2, 4, 3, 4, da draußen. Wir auch ein, ja, ich würde es ganz gerne kombinieren, dann spiele ich euch die neue Steve Aoki featuring Linkin Park. In den erst gestern rausgekommenen Remixen. Sehr richtig gut. So, moin. Fünf, sechs Schaden habe ich. Das ist aber echt ein defensives Deck. Sehr defensiv. Silence habe ich auch noch. Ich glaube, ich mache das trotzdem anders. Silence. Ich muss das Land bewahren. Ansturm. Wo soll ich zuschlagen? Ich träume. Okay, der Wehr bringt ihm gar nichts hier in dem Fall. Ja, 8, 11, 10. Ich lebe nicht. Gut gespielt. Ja, der hat sein Deck so ausgebaut, dass er die Hunter kontern kann. Oder die Aggro-Warlocks. Ich glaube, den Prankenhieb, den brauche ich jetzt aber noch nicht. Aber die Kombo ist natürlich nett. Oh, die ist natürlich noch besser. Ich habe ich in Runde 4 erkennt. Aber ist gut denn?
überlege jetzt, ob ich den Silencer. Ich denke aber eher nicht. Ich glaube, ich werde ihn einfach weghauen. Und dann nächste Runde habe ich 3. Dann habe ich. Ja, das ist die Idee. Nächste Runde mache ich den Kriegwerk weg. Und Runde 4 kommt der. Ich werde jetzt selber nach dem Problem. Einer, der darf jetzt langsam abwehren. Starfall. Die Erdenmutter ist da. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ein Tauro oder was? Ich glaub schon. Ich muss das Land bewahren. Okay, das Ding, was sich vorhin jemand gewünscht. Kids, ich bin nur leider den Gruß nicht mehr dazu. Tut mir leid, auf jeden Fall an denjenigen, der sich gewünscht hat. Schöne Grüße an dich, viel Spaß damit. Ihr habt auch noch Grüße und Wünsche. Tech1000.fm rechts, die große Wunschbox leuchtet, blinkt und eiert da vor sich her. Findet ihr, müsst nur registriert und eingeloggt sein und zack, seid ihr mit in der Sendung und fährt vielleicht gleich euren gewünschten Lieblingstrack. Wer weiß. Für die Ehre. Ich den jetzt auch mal silenzen. Nicht, dass er danach noch was liegen hat. Right. Rug auf der Hand. Ah, ein zweiter. Okay, auch gut. Aber ich hab Board Control. Das ist, was ich haben will. Weil Pyramid gar keine Schaden machen. Das Angeln ist mein Leben. Na, für die zieht ja gleich noch was, ne? So, jetzt mal überlegen, wie wir das machen am schlauesten. Silence. Swipe. Sternenregen. Nee, ist blöd. Besser gesagt, ich bin schon relativ los. Gut. Wir waren auch gute Defensive-Karten. Ja, okay. Jetzt kann ich 3 Mana. Und 1. Oh, das finde ich okay. Er hat seine Aufgabe erfüllt.
Oh, sehr schön, halbes Golem. Beide Swipes raus, beide Ruffs raus, ein Silence ist raus. Das ist doch ganz interessant. Ich will nur meine Karten kommen. Das ist nur nicht für euch jetzt auch, ey. Alter, da war aber auch ein Pech. Zwei auf jeden. Wo ist mein Kato? Wo ist mein Ragnar? Wo ist mein alles Mögliche? Ich will was haben. Wow. Karten warten, das ist das Problem. Oh, danke, er gibt mir eine Karte. Das hätte ich auch nicht gemacht. Weil ich den. Entschuldigung. Das halt genau den brauche ich. Nicht. Deswegen hat man den schwarzen Ritter ran, für solche Karten.
ein. Natürlich! Mein Schild für Argus! Na gut, Thinkmaster raus. Ich baue aber auch noch mein Szenario. Gucken, ob er den auch so gut wegkriegt. Hat der keine 7, ey. Angst, dass er noch wirklich was ganz Großes spielt, wie Ragnaros oder sowas, deswegen behalte ich ihn eben auf der Hand. Ich hab's mir nämlich was gedacht, ey. So, zum Ende der okay, ich verstehe. Grüße zum Beispiel vom Tobi, 15 Jahre, schreibt, hey, echt geile Show, möchte alle LOL-Zocker grüßen. Dann fragt mich der Niklas 15 aus NRW, hi, wie heißt der Chrome-Remix, den du vorhin gespielt hast? Bis hierhin, echt super Show, weiter so. Das war der Gorilla und Drums-Remix für ich euch. Habe dann haben wir noch die Kamera. Die ist 24 und schreibt, Hallöchen, schönes Mashup eben, ich habe mal eine Frage, wo kann man das bekommen? Ich muss Ja, sag mal, schreib mir einfach mal eine private Nachricht, wo auch immer, am besten über meine Facebook-Seite, auf Flipmode Facebook. Und frag mich dann nochmal, welchen du genau meinst, dann antworte ich dir natürlich. Okay. Der Torben 16 aus Radar Fegen konnte, schreibt, yo, geile Show, haben Mucke, einer der besten Lieder, die ich hier auf Haustrain gehört habe. Ich bemühe mich, Dankeschön fürs Kompliment. Aber es gibt andere, die sind wahrscheinlich noch Welten besser als ich. Weiter schaut noch ein Grüße, den Jan Hendrik, mit dem ich gerade Chillhouse im Hörer und eine Runde Shisha rauche. Wir wünschen uns, wenn möglich, Tsunami, mach weiter so und auch nochmal liebe Grüße an alle Zuhörer. Zicke, zacke, wie auch immer. Ah, tut mir leid, Tsunami. Heute nicht, tut mir leid. So, in der nächsten Stunde habe ich noch die neue David Guetta für euch. Ich habe die aktuelle Super OP featuring Linkin Park. Da könnt ihr euch drauf freuen, auf den richtigen Weg. Vielleicht kennt ihr den, aber das ist schon der unseren Monster FM TV Channel abonniert hat. Das ist nämlich unsere Intro-Musik. Und kommt eigentlich immer nach unten. Ach du Scheiße. Der ist 15. Erstmal Namensvetter Philipp, da schreibt mal moin, die Show ist mega gut. Ich höre euch die ganze Zeit, während ich wahrscheinlich meine Hausarbeit mein Schild für Argus. Oh, ja. Ich spreche mir gucken, wer den überhaupt noch macht. Ui, Liga-Strainer. Eins, du go! Ja, ich muss sagen, wenn es so gut läuft, dann mach ich mal weiter. Malfurion gegen Malfurion! Ich muss die Wildnis schützen. Die Natur Outdoor wird sich gegen euch erheben. Jede Jahreszeit und jedes Wetter. Herrenoutdoor.de bietet dir preiswerte Bekleidung zum Wohlfühlen. Nur echte Männer bestellen unter herrenoutdoor.de.
herrenoutdoor.de, der Onlineshop für echte Männer. Jetzt bestellen. Thinkmaster brauche ich auch nicht. Sie suchen außergewöhnliche Geschenke für Freunde, Bekannte oder die Liebsten? Fündig werden Sie auf www.wahnsinnsgeschenk.de. So zaubern Sie ein Lächeln. Also keine Anzahlung, keine Zinsen und ich kann ihn gleich so mitnehmen? Das können Sie mir doch nicht erzählen. Wo ist der Haken? Also hier im Kofferraum. Übrigens ideal für Ihre Taschen. Gefällt mir. Die Skoda gefällt mir Wochen. Holen Sie sich jetzt Deutschlands ausgezeichnete Marke. Viele Modelle finanzieren ohne Zinsen und Anzahlung. Ein Angebot der Skoda Bank, eine Zweitniederlassung der Volkswagen Bank GmbH. Kommen Sie zum großen Skoda-Buffet am 25. Januar. Mehr Infos dazu und zur Finanzierung bei allen teilnehmenden Skoda-Partnern oder auf skoda-auto.de. Skoda. Simply clever. Wenn Sie vom Frischeregal stehen und nicht mehr als 20 Produkte für Kinder finden, sind Sie im falschen Laden. So geht Frische. Nur bei Netto Markendiscount mit über 1000 frische Produkten im bestsortierten Kühlregal aller Discounter. Diese Woche zum Beispiel im Angebot der 10er-Pack-Durchschnitte oder der 8er-Pack. Hat auch einen eigenen YouTube-Channel. Echt cool, kann ich euch jedem nur empfehlen. Seht ihr auch bei mir oben verlinkt. Und mal habe ich auch das Coaching bekommen, was hier auch auf dem YouTube-Channel ist. Kann ich nur jedem empfehlen. Sie sich als Privatkäufer bis zum 1.2. eine Anschlussgarantie gratis. Mehr Infos beim Teilnehmer zu Ich bin halt ein bisschen lahm gerade irgendwie. Oh. Ich möchte den Karten. Da geht, ey. Glaubt's ja alle nicht, ja. Sowas nennt man einen total beschissenen Start. Aber er hat bis jetzt so keine Karte gezogen, das ist schon mal gut. Ich meine, was soll ich spielen? Ich hätte ihn spielen können, okay, ja. Wir scheinen, aber es bringt mir nicht weiter. Oh mein Gott, ich weiß, was jetzt kommt. Wie versprochen, United. Super Drake, okay, das ist überraschend. Auch hier und Linkin Park, das ganze White Stone Remix. Ich kann immer noch nicht spielen, was willst du eigentlich? Von Haustime FM TV. Das Problem ist, ich komme langsam zu weit nach hinten. Wenn ihr abonniert habt, dann checkt YouTube / Haustime FM TV. Einfach mal abonnieren, die Videos sind ganz spannende Sachen dabei, inklusive so ein, ja, Interview mit Hardwell, Joachim. Ja, das ist nicht. Ich will den Namen nicht aussprechen. Technik-Tutorials gibt's alles Mögliche. Ihr werdet nicht enttäuscht, checkt's einfach mal aus. Ich bin jetzt echt irgendwie weit hin. Ich komme nicht weiter vor irgendwie. Warte mal, ich stehe eigentlich 2, 4, 6, 8. Höher, nee. Ich glaube, ich kann den hier ausspielen. Heilung. Ich bin 4-4er Tanker. Ich sehe jetzt keine Karte. Das ist alles noch im vertretbaren Rahmen mit dem Net. Okay. Ärgerlich. Noch kein Silence auf der Hand. 2, 4, 6, 8. Status Quo herstellen, glaube ich, ey.
Ja, jetzt habe ich leider nicht die Initiative, weil er natürlich legen kann, aber ich habe wenigstens gute Counterkarten, nennen sie jetzt mal. Verzeih mich, Jüngchen. Die Erdenmutter ist nah. Mal überlegen, ich kann den klonen. Ich kann aber auch. Ich denke, die beste Antwort ist die hier. Los, Timer Bam, ihr habt nicht den Flip-Mode. Flip your mood, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schönen Nachmittag. Ja, aber irgendwie wegkriegt. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Wird reinlaufen, töten. Oder, na gut, egal, irgendwie blöd für ihn jetzt. Ich glaube, dass Ned Petalin nicht so viele Karten gezogen hat. Oh, wieso kriege ich denn immer diese dämische Vieh? Geht Master raus. Ich selber Kane. Kann ich ja nichts mehr machen. Ich muss gucken, wie ich jetzt wieder ins Spiel zurückkomme. Ich denke, so hier. Diese Runde könnte ich dann diese Manipulator und den Argus spielen. Ich bin schon in der gefährlichen Range. Okay. Moment. Rotwind. 3, 2. Nicht, dann kann ich den manipulieren. Argus spielen. Nein. Was ist er aber auch eigentlich hier? David Guetta, shut me down. Ganz frisch, ganz neu. Übrigens auch in unserer Online nachzulesen. Check einfach mal unsere News auf Haustime.fm. Black Knight. Mein Schild führt Argus. I was five and he was six. Das ist ein total bekloppten Anfang irgendwie. War zu langsam. Ich viel zu langsam. Nicht.
soll ich zuschlagen? So, kann er da reinlaufen, dann kriegt er den nochmal. Kann ich ihn nicht healen? Man macht ihn nur noch aus dem Tank oder irgendwo. Hier, dann ist er auf 2, ist er auf 5. So, ich kann noch trotzdem zweimal reinlaufen. Ach Mensch. 3, okay. Ich denke mal, er wird tauschen. Ist, möchte ich glaube schon, Silent ihn, weil ich will nicht, dass der dann nochmal 2-2er kriegt. Töte ihn dann, ihn als Taunt. Ja. Spüre den Zorn der Natur. 9, ich habe eh nicht 10 Mana um ihn. Also habe ich echt Low Mana. Spüre den Zorn der Natur. Wo soll ich zuschlagen? Ich muss das Land bewahren. So, er hat 2 Karten in Hand. Ich habe noch meinen Wurzelgeber. Okay. Und meinen schwarzen Ritter. Swipe ist jetzt die beiden raus. 5. Ja. So, für der gerade sagt, wir werden ein bisschen zu einfach. Aber könnt ihr mir ja in die Meinungsforschung schreiben, Haus? Will ich mir nochmal 3 Schaden geben, ey? Einfach mal schreiben, wollt ihr so bleiben und dann ein bisschen ruhiger wieder. Der Christian 15 aus kommt wahrscheinlich. Servus, ich wollte meinen Kumpel Moritz grüßen, der schon wieder den ganzen Tag Haus im FM hört. We are on, ne? Das ist ein Leben. Cooler Typ. Ich spüre. Der kommt aus Kielsberg. Ich grüße Mike und alle Zuhörer, geiler DJ, machen weiter. Low on Cards.
Leon, 18 Jahre, schreiben wir die Jugend von heute mit 13 rauchen, naja. Ich wollte jetzt aber nicht nochmal 3 Schaden fressen, nicht, dass er jetzt noch Augenteilen was hat. Zweitens bin ich tot. Geht mir das schon besser? Ragnaros, okay. Zack, tot, denn den töten. Weiter schreibt der Johannes. Ja, eins kommt er dadurch. Echt geile Tracks, echt also aufpassen. Ein Elektrofan zu Olli von Ciotto, Mann, Kontermann. Scheiße. Dann noch den Stefan, 21 aus Rauder Feen. Schreibt mir Grüße den Luca, mit dem ich gerade PS4 zocke und wünsche uns Hausparty. Danke im Voraus. Den wollte ich auch noch vorlesen. Von 19 Jahren schreibt gut an meine Zockerkumpels aus Fiesta, deine Mucke, Partner. Wie gesagt, was wollt ihr jetzt? Ich bin ein bisschen softer und könnt ihr selber entscheiden. Checkt mal auf den Fan rechts. Und vier. Ihn getroffen, wäre auch 4 runter. Gut, ich weiß nicht, was er gezogen hat. Er hätte hier reinlaufen müssen. Er muss eigentlich 2 Karten ziehen, fast genau. Jetzt muss er was für 3 finden. Er könnte dann Rough haben. Geht er hier rauf? Vielleicht dann Rough. Okay. Power. Und Attacke. Gut gespielt. Juhu! 9. So, wir sind aber mal kurz AFK auf Fläche. Einen Augenblick. So, da bin ich wieder. Weiter geht's direkt. Gucken, ob wir den Windstreak ein bisschen ausbauen können. Ist halt echt cool, wenn man so einen Windstreak hat, wenn man halt mal einen extra Stern kriegt. Gegen den Schurken. Bin ich Erster. Ich muss die Wildnis schützen. Blöde ist, wenn der Schurke Erster ist und gleich sein D4s Ringleader hat, kommt gleich erstmal in der zweiten, oder besser in der ersten Runde in 2-2er. Den brauche ich nicht, den brauche ich nicht. Den brauche ich nicht. Wie gerade gewünscht, Cannonball von Showtech und Justin Price für euch hier Faust. Und eine 3 Silence oder 2 Schaden ist echt. Oh, der Pelle, sehr gut. Das wird wohl Runde 2 nett sein. Das okay. Das ist aber ein Akku. Der hat's aber eigentlich. Meine allerliebste flippige Kommerz zu Super Show bis jetzt hat super Spaß gemacht. Das ist mein Leben. Ich muss hier raus in der Liste und weiterhin euch viel Spaß mit dem Philipp. Schöne Grüße aus der Casa, Del Tobi Trappen.
ihm Mark Montero. Der ist so weiter härter, Baby. Schon hat er sich gut. Sim schreibt, Software werden nein. Hier, ich hab 5 Karten. Zieh noch einer. Der schreibt, die Antwort ist ganz klar, es geht nicht weiter. Und der chaset muss mich. Es sein. Niklas ist schon mal, aber hart genug kann es nie sein. Mach weiter so. Und we are on. Und der Mark, 26 Jahre. Ich denke mal, er spielt wirklich Aggro. So schlicht und ergreifend. Stay tuned. Norman 20 Jahre schon, macht schön weiter Partymucke. Und mein Name ist Hedda Fett, 90 Jahre schreiben mir, bleib mal bei der harten Musik, ziehen. Ich finde ich persönlich geiler. Hab einen! Fischi, 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 Fisch. So, wenn ihr jetzt auch noch Grüße und Wünsche habt, dann checkt einfach mal haustern.fm. Ich habe noch einige Grüße, die ich euch vorlesen will. Okay. Und je länger er ihn ignoriert, desto schlimmer wird's für ihn. Alter Schwede. So, einige Grüße sind schon, einige waren, also die meisten waren einfach so härter werden. 2, 4, 6, 8, 9, du oppassen, ey. Aus dem FM rechts die großen Wunschbox. Mein Schild für Argus. Jetzt ist er nett raus, sehr schön. Ich muss das Land bewahren. Zwei tot, könnte mit den beiden rein. Okay. Ha, so gut ihr nicht. Ich brauche einen Mana. Oder ich habe zwei sogar. Scheiße. Schiete! Ich krieg zu viel Schaden, das ist mein Problem gerade. Das ist gut. Ich wollte jetzt noch eine Runde überleben irgendwie. Guck mal, ich denke mal ziemlich viel Schaden, ich einfach kriege, weil es zu viel ist. Innerwelt, Innerwelt, Innerwelt. Oh fuck. Zwei auf alle. Ihn weg, ihn weg. Nicht gut. Eine Runde durchhalten, ich weiß nicht wie. Kann ich ihm was anbieten? Wie viel kriege ich denn? 2, 5, 7, 9, 11. Ich brauche 8 runter, ey. Manipulator dürfen verbrauchen, ey, ich weiß nicht. Dann läuft der mit ihm rein. Ich nächste Runde. Die ihm, glaube ich, ihn an. Ich kann er gut traden. Ja.
von mir. Ich hätte es aber zuerst machen sollen. Oh mein Gott, ey. Das wird knapp. Wenn er noch ein SI Salmon hat, bin ich eh tot. Ich hätte früher den Argus spielen müssen. Ja, manchmal ist man halt zu greedy irgendwie, also zu gierig, und da will man die nicht, weil der Effekt der weg ist und so, aber das ist halt echt blöd. Naja. Mal Fuga. Oh, das ist sehr gut hier. Das ist weniger gut. Gut, dann ist das letzte Spiel für mich heute. Ich denke, das reicht auch für den Anfang. Gucken, was mit Warlock das ist. Ah, ein Akrolock. Okay. Das ist schon mal gut. Also, höchstwahrscheinlich kein Akku-Warlock. Okay, das ist wieder so ein Mountain Giant. Hexer. Weil wir haben schon mal den Tickmaster, das ist gut. Wir haben den Ritter, das ist gut. Wir haben keinen Silence, das ist nicht gut. Mein Town, das ist gut. Aber wir haben Town, das ist auch schon mal gut. Ruff, Thinkmaster. Silence wäre halt noch super nice. Ja, ich glaub's ja nicht. Cool. Ich will mein Ding mal auf. War ein Mana gewastet, aber... Leider aber immer noch kein Silence. Okay.
soll ich zuschlagen? Aber jetzt greife ich jetzt an. Er hat dann 18. Kostet der 2, 6. Und dann nächste Runde in den nächsten Riesen spielen. Wenn ich jetzt angreife, möchte ich eigentlich nicht. Weil er wäre dann auf 18, dann wird der Riese 8 kosten. Wenn er noch einmal tappt, ist er auf 6. Und dann könnte er nämlich einen Riesen spielen. Das möchte ich jetzt aber noch nicht. Das ist mir der sehr viel lieber. Ich muss das Land verlassen. Kann ich tinkern, das ist sehr gut. So, sind 6 Schaden habe ich hier. Plus 4 sind 10. 13. Ne, 10, 11. Das ist mau eigentlich. Wollen wir mal schauen. So viele Möglichkeiten. So, ich frage mich ob ein Drachen weg. Wir haben ein Geister. Der Waffendrache ist einmal weg, aber also hier genau, südlich Drache. Gucken wir mal. Okay. Meine Augen sind offen. Ich muss das Land bewahren. Nächste Runde Szenario 6, 8 plus 2 plus 6, 14. Selbst wenn er den jetzt. Oh, Scheiße. 4, 8. Auf 8. Ihr wisst, was bei dem Track immer passiert. Man muss sich einfach hinsetzen. Ja, ob ihr jetzt zu Hause seid, ob ihr in der Schule oder sonst was, setzt ihr einfach Angst, auf den Boden. Dass und beim Job springt ihr einfach alle hoch. Wenn ich 3 Schaden mache, auf der Schule, auf der Arbeit, sonst was. Zeit schon was an zu denken. Hey, wie ihr auch immer den richtigen kriegt, ich glaube das euch nicht. Ich würde mal sagen, 5 Minuten machen wir noch ein paar Grüßewünsche bis dahin. Das sitzen. Ja, ist aber leider nicht. Ach hier, Mann, Tüftelmeister. So ja nicht. So perfekt gewesen. Ich frage mich ob. Wenn wir Szenarios lieber mit den Thorns natürlich spielen. Meine Augen. Ach.
Mein Schild für Argus! Wer ist so dreist, ein Weib zu sich halten? Die Frage ist, nehme ich ihn jetzt raus? Eigentlich schon. Neun. Zehn. Das wird Jäger habe ich auch dann sehr schön, wenn jetzt der nächste Giant kommt. Karten in der Hand, 11 Lebenspunkte, 19, wenig, ein Schaden brauche ich noch, irgendwo ja. So viele Möglichkeiten. Weil das er abräumen kann. Ansonsten wäre der total Quatsch, was er jetzt gemacht hat. Oder halt ein Tank noch irgendwie liegen. Ansonsten wüsste ich nicht. Okay. Aber damit habe ich jetzt erstmal keine Potion mehr. Ein Giant? Nee, kein Giant. Verzeiht nicht. Die Erdenmutter ist nass. Oh, wenn ich... Das Problem ist, die Giants kosten halt einfach mal nichts für ihn. Ich frage nur ihn, ey. Was mache ich denn? 7, 8, dann noch 2. Schon mal die Aktion. Ich halt noch genug Lebenspunkte, das ist gut. Drei. Drei? Nee, die kriege ich auf jeden Fall auf. Wo soll ich zuschlagen? Ein Schild für Argus! Vorteil ist, dass er jetzt halt auch schwer angreifen kann. Ich denke eigentlich die ganze Zeit, dass hier ist irgendwie... Mein
Schild für Argus. Okay, lass mich überlegen. 4, 5, 8, 9. Gut. Ach nee, ich muss ja noch halb noch an dem anderen Tank vorbei, da fällt mir was ein. Also, ja, Johannes 15 schon, hey DJ Hammer, schau weiter so, du hilfst einem echt bei den Hausaufgaben. Ich wünsche mir noch Machine Kills Rare von Dada Life, danke im Voraus, hab ich leider nicht da, tut mir leid. Dann schreibt mir der Carsten 21 aus Heiliger Walden, hallo Flipmode, Grüße aus dem Saarland, ja, Grüße zurück ins Saarland, aus dem Saarland. Ja, ja. Glückwunsch zur Abschlussprüfung, der Schiller, was hast du denn gemacht? Ja, ich hab Veranstaltungskaufmann gelernt. Ja gut, der kriegt so oder so die Spritze. Weiterhin schreibt er außerdem, grüße ich die gesamten HausFM Community und natürlich besonders alle, die mich kennen, bisher eine super Show, weiter so und we are one. Ja, Leon 18, er schreibt, wisch noch ganz sauber, ha, echt Respekt, 1,0 bei dir rennt, sau gut, aber willst kein DJ hauptberuflich machen bei so einem Abi. Ja, Abi war ich schlecht. Egal. T-Rex und mein Kind sind nicht da. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Der kann hier einen rausnehmen. Gleich, den Max auch noch. Ihr habt auch noch coole Wünsche aus dem Hund FM, eure Adresse zum Glück. Hat noch was? Silvana ist noch. Ja, es wird halt schwer für ihn jetzt. Ich weiß nicht, was er noch auf der Hand hat. So, ja, auf alle, zack, 5. Spiel. Ich nehme mir den Sound. Niemand darf überleben. Sehr schön. Und noch ein Anregen bekommen. Ja, ich würde sagen, es war auch heute ein erfolgreicher Tag. Das war's für mich auch heute. Ein bisschen was im Haushalt machen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, Kommentare, Kritik, Anregungen, Lob, einfach alles in die Comments ballern. Und sehen wir uns, ich denke mal, morgen wieder. Bis dann. Ciao.